Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Divinity Original Sin 2. Tja, das letzte Mal haben wir unsere Sachen zurückgekriegt. Oh, wird gleich wieder gespeichert. Warum? Kriege ich jetzt Ärger? Schön für dich. Ich gehöre zu Lohe. Pflanzen Sie Drudane an? Oi, Tendon and Abbeen grow by their largest fans. Good little gnomes. Ich will nicht, ich bin nur auf der Durchscheiße. Obwohl, was hast denn du? Turadane? Ja. Die ist scheiße wertvoll. Sonst. Ich habe echt viel Geld. Caretaking! My gnomes get a hot head if you danger make their treasures. Go easy. Schön für dich. Who are you? Watch it. These are mine. These are mine. Wow. Huh? Leave me be. She's watching. Interessant. Also wenn ich mal Geld brauche. Hä? Wo? Ah. Darf ich graben? Hey, darf ich hier nicht mal graben? Look out, I see a trap nearby. Had it keeping, Romans. Geh doch mal dahin. Kein Dietrich, okay. Hä? Irgendwie habe ich das Bedürfnis, euch umzulegen. Ich meine, warum auch nicht? Es erscheint mir nicht richtig, was ihr hier tut. Elementarimmunität, bitte was? Blöde Bitch! Das hätte ich schon gern vorher gewusst. Boah, ist das fies. Sind die jetzt auch meine Feinde? Haben die. Die haben auch alle Elementarimmunität. Das ist ja prickelnd. Los, Drurin. Was könnte ich denn machen, um euch da richtig ans Bein zu pissen? Ach, lass doch die Süchtigen in Ruhe. Okay, warum ist der verlangsamt? Ah, warte mal, komm mal her. In den Stiefelkreis. Haben die jetzt immer noch die Elementarimmunität? Warum haben die... Wer gibt die? Der? Okay, wie lange bleibt die vorhanden? Wahrscheinlich permanent.
If it's me again. Ist ja gegen alles jetzt immun. Ja. Das heißt, ich kann so gut wie nichts machen gerade. Alle? Aber rein theoretisch kann ich das noch verlangsamen. Nee, er bleibt trotzdem. Okay. Ich muss den da zuerst töten. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Ah. Aber die machen wenigstens kaum Schaden. Wo hab ich's? Ich hätte eigentlich noch ein bisschen Zeit. Ich komme aber an dich nicht ran. Und ich noch eine Runde. Kein Wasser. Ist hier irgendwo kein Wasser? Da ist kein Wasser. Warte mal, kann ich nicht einen von euch beherrschen? Haha! Es ist doch ein Wassertotem geworden, was für eine Scheiße. Das stand doch nicht da, dass es Wasser ist. Das Ziel blockiert, was sollte das? Wo ist mein Wirbelwind? Bleib lieber hier unten und kämpfe. Mehr ist gerade nicht zu tun. Ja, ja, bringt sie um. Warum kann ich da nicht hin? Ach. Versuch's trotzdem mal. Ja, ist einfach nur Mist. Oh geil, ich hab beide erwischt. Hilf mal kurz Bestie. Leiche haben wir noch nicht. Verletzt ist auch keiner.
Ui. Interessant, das könnte ich noch nicht mal. Ist hier irgendwo mal nichts. Da. Normaler Gegner. Was? Nein, du bist gar nicht dran. So. Und die haben auch Attack of Opportunity, das ist ja schön. Ja, den schafft er schon noch. Haha. Jetzt hau ihn um. Wie könntest du noch schaffen? Ja, vielleicht aber auch nicht. Er ist schwer verletzt. Ansonsten hast du gerade nichts zu tun. Ah, jetzt sind sie fertig. So, Knochenwitwe. Ja, mein Gott, dann kann der halt nicht mehr abhauen, aber ist ja fast schon egal. Warte. Du wartest auch. Okay, Bestie. Leg ihn um. Oh, warum? Ah, immer noch nicht tot. Du wartest. Ich will, dass der jetzt stirbt. Na geht doch, jetzt ist die Elementarimmunität wahrscheinlich auch weg. Okay, weiter geht's mit uns. Moment, lebt überhaupt noch jemand? Ich mach mal kein Feuer, weil das wäre echt scheiße. Machen wir einen Bluttotem. Oh, ich hab ein Feuer. Ich dachte, ich hab was anderes. Ich dachte, ich hab einen Wasserstab. Naja, egal. Wer lebt noch? Du lebst noch. Ah, gut, wenigstens das Feuer gelöscht. Hühnerkralle. Tolle Sachen auf jeden Fall. Und eine Menge Geld. Ist besser so. Ich bin eh gegen Drogen und ich glaube, mit denen hätte ich eh nichts anfangen können.
Oh, ich bin überladen. Woran liegt's denn? Vielleicht an diesen 10 Tonnen Sachen, die ich dabei habe? Bestie, du bist unser bester Träger. Ach, das sind fallende Schärferkits, keine Dietriche. Ich muss unbedingt mal hoch und ein bisschen was verkaufen. Gehen wir noch mal kurz hoch und verkaufen erstmal. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Mir gefällt nicht, dass die Musik immer mal wieder so ein bisschen abkackt. Ihr hört das wahrscheinlich auch. Ich habe ein bisschen Angst um meine Festplatte, aber eigentlich dürfte nichts passieren. Dürfte die Festplatte nicht kaputt sein. Kalte Pommes. Warte mal, wer. Bestie, hattest du? Ne, wer hat dich. Doch, du hattest den Telekinese. Was soll ist das? Pfeife das Traum. Ey, lebt da noch jemand? Hail, darling. Call me Dorothea. She draws close. You feel her breath on your neck. Hot, moist. Oh yes. I have something that you want, but I only bargain with those I deem deserving, those who have accomplished great things. So tell me, are you worthy of my gift? Was hast du anzubieten? Handsome, I must consider your merits before I answer your questions. Why, I wouldn't tease you with a gift I could never offer. You don't think me cruel, do you? Ich bin Champion der Freudenfeste. Indeed. This is acceptable. You are nearer the one than most self-described heroes I've known. So, tell me, are you ready for me to grant you your greatest desire. Kopf zur Seite, macht sie nicht wahr? Ein größten Wunsch. Wie will sie dir so etwas gewähren? I can't. Not yet. First, you must look into my ring and tell me what you see there. Ich komm wieder. Until later. Das würde ich gern vorher speichern, weil ich traue dem Frieden nicht. Hail, darling. She draws close. Are you worthy of my gift? Kann ich schon. Are you ready for I can gaze into the gem, my lovely? She flashes her ring at you, and you stare at the luminescent stone at its center. You are floating on a current of pure source, surrounded by a kaleidoscope of colors and fuzzy images. On the horizon looms a dark silhouette. As you approach, a beam of light washes the shadow away, revealing to you. Okay, eine himmelhohe Eiche, die selbst Orkan standhält, ein Symbol der Stärke. Ein Schwanfederkill, ein Werkzeug für jene, die auf der Suche nach Wissen sind. Eine goldene, mit Runen verzierte Truhe, die vor Smaragden überquillt. Ich vermute mal, hier kriege ich Geld? Ich nehme mal das hier. Wissen. Ein riesigen Drachen, der brüllt die Glück aus. Welche Macht? Ein blauen Schmetter. Nee, warte mal. Macht klingt gut. Yes. I see you clearly now. It is power you seek. To conjure maelstroms and command the light to drive away shadow. I will fulfill this desire. In return, I ask for one thing. A kiss.
Ich sag mal ja. Most delicious. Meet me around the corner and come alone. An audience is not required. Das hatte ich jetzt zwar eigentlich nicht im Sinn, aber ich sag nicht nein. Wahrscheinlich kannst du es wieder nicht. Ah, es ist so scheiße. Ich habe zu viel Zeug dabei. Ich weiß bloß nicht, ob ich da wirklich trauen kann. Ich wüsste gern, wo sie ist. Komm um die Ecke. Ach, hier hinter. Ach, hier ist nochmal eine Arena. Ich frage mich nur... Man merkt schon, dass es ein bisschen dauert. Oh, habe ich ein Schild, der mir Führung gibt? Hm. Blockwahrscheinlichkeit ist aber geil. Ich glaube, ich rüste trotzdem das wieder aus. Das ist vielleicht was für dich dann? Nee. Pain, hast du schon einen guten Schild? Auf jeden Fall. Her lips pout, but otherwise her face is steel. I waited, yet you never appeared. I hope you have not changed your mind. Weitere Chance? As you wish. I will await you. Come alone. Ah, okay. Ich warte wirklich nur kurz. Your friends should leave. I prefer a more intimate arrangement. Hä, die sind doch mega weit weg. Geht mal hier hinter. Müssen die ganz weg? Dorothea sees you and heaves a shuddering sigh. She bites into her lower lip with enough force that a drop of blood seeps out. Blood and something else, something green. Darling, I admit I wish we could share more carnal pleasures. Yet I think a kiss is the height of intimacy. Now you draw closer and close your eyes, eager to feel her lips on yours. Ich weiß nicht, ich traue mittlerweile keinem mehr hier im Spiel, aber ich mach's trotzdem. Nebenbei rüste ich meinen Arbeits-PC auf Windows 11 auf. Mal sehen, ob das gut geht. Yet her lips do not press against yours, and her hands do not caress your face. She is a woman no longer, but a were-spider. Okay, versuchen wir's trotzdem. Okay. Her fang painlessly sinks into your neck.
you still hear her words, though they sound muffled, as if filtered through a glass wall. You desired power, and so it's yours. My venom seeps into every pore. We part ways now. I'll remember this moment. Kriechend auf und abspringen. Nochmal, nochmal. Nochmal, nochmal. Oh my. You tempt me. But there will be no more between us. She kisses her forefinger, then presses it against your forehead. Was bringt mir das jetzt eigentlich? Now go. Warte, ich habe Sachen, die ich dir geben kann. Ach, du hast kein Geld, natürlich nicht. Okay, der ist gut. Okay, Enzyklopädie später. Ja, man kann die Sympathie so hochtreiben, ich weiß. Okay. Neues Talent erhalten, Spinnenkuss. Das ist keine Kampffähigkeit. Was bringt denn das? Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich find's geil. Bin jetzt echt davon ausgegangen, oh Mist, die wird mich umbringen, aber... Irgendwas hat das gebracht. Gibt hier minus 2 zur Konstitution. Okay, mehr Verstand für Konstitution. Das heißt, ich muss auch ein bisschen Konstitution vielleicht wieder nachholen. Sagen wir es mal so. Ach so, ja. Ich habe gedacht, ich krieg irgendwie einen Quellenpunkt oder so. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Ich habe gedacht, ich krieg was Besseres, aber... Mach's gut. Halt, warte, hast du... Ich wollte handeln. Geil. Warte, warte, warte. Ich hab doch die eine oder andere Sache, die... Jetzt haufenweise Bücher. Die kann ich ja nicht anschauen, weil mir Lehrmeister. Lehrmeister 5, klar. Boah, das ist echt scheiße, dass ich das alles nicht identifizieren kann. Da sind bestimmt richtig gute Sachen dabei. Hatte ich nicht noch ein Bild? Ja, hier. Passt schon so. Ich muss jetzt mal ein paar Bücher loswerden. Ich denke mal, ich habe das alles schon gelesen, aber... Das? Eine leere Flasche einfach nur.
glaube, diese ganzen Einzelsachen hier verkaufe ich auch mal. Braucht man nicht unbedingt, denke ich. Normaler roter Schnapper. Kann ich verarbeiten. Die ganzen kleineren Sachen hier verkaufe ich einfach und gut ist. Okay, Talamon, Figure it's time to prove yourself. Ja, von mir aus. Kaulbarsch? Normale Scholle? Ah. Knoblauch brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Einfach nur das Zeug loswerden. Nein, ist ein normaler Zackenfloss. Nee, Lehren verseucht. Weg damit. Hier, die kann ich verarbeiten. Warum sind die... Ach, egal. Brauche ich eh nicht. Den behalte ich? Halt, warte, da ist Dieberei drauf. Behalten wir mal noch. Das behalten wir auch noch. Und jetzt die ganzen Bücher. Was letzte? Wird schon passen. Das meiste habe ich ja von den Händlern draußen. Ah, das würde ich gerne behalten. Bettlaken. Warum ist denn Müll dabei? Okay, was hast du eigentlich? Nee. Dafür werde ich auch nichts Gutes finden. Dann gib mir alle. Und dein Geld. Oh. Bisschen Müll haben wir noch tatsächlich. Muss vielleicht doch mal ein paar von diesen Sachen hier noch loswerden. Die Sachen gebe ich mal alle an Fane. Braucht jemand von euch noch Dieberei? Glücksbringer? Hast du schon? Das passt soweit. Du bist mein Glücksbringer und mein Dieb. Ein paar Sachen. Halt. Ein paar Sachen habe ich noch, die ich verkaufen möchte. Let's get it done. Was ist das da? Und da eine Pfeife, nee, danke. Okay, ein Stamm, Zweig.
Stufe ist das? 12. Muss ich mir für Bestie mal überlegen. Vielleicht ist das was für ihn. Bestie. Ich habe ja noch diesen dicken Hammer. Der könnte das für dich sein. So, speichern wir zwischen und würde ich sagen, legen wir uns mit der Arena an. Ich möchte kämpfen. Glaubt ihr es? Ich behaupte da mal los. Bis beste Besten. Ein Kampf gegen den Champion der Treibholz-Arena verlangen. Warum kann ich das nicht? Burgess particular. She'll want to talk with yourself before she'll sent to any challenge. Watch your words, mind. She takes against you, there'll be no taking yourself into her good graces again. On your way then. She's over there watching the match with those skulls to keep her company. Must be one strong force field keeping it inside. Kann nicht geknackt werden, okay. Morga die Zwielichtige, die ist nur Level 12, also unser Level. Ich glaube, die verliert. In the shadows, a dwarven woman spits obscenities down upon a caged void woken. She exudes a powerful air of menace and an even more powerful odor of old sweat and dried blood. She spies you and glowers. More fodder for the arena. Let Murga the champion test how good your reflexes are. Curling her torn lip back over broken teeth, she grabs your hand and pulls you down to the ale-soaked table. Never losing eye contact, she begins arm wrestling you. Faustkampf des Idioten, grinsen und mit deiner freien Hand die Waffe ziehen. Dich sofort schlaft auf den Boden fallen lassen. She glimmers in and out of view, merging with the shadows. Crowing, she slams her hand down hard beside your face, hard enough to make you flinch. Jokes won't pick you up from the arena floor, dear. I bested that Voidwoken below us, you know. Dragged that scaly lump down there with my own two hands. So, since you can't hope to beat me, what is it you want down here? Ich will Arena Champion werden. Ah, based on your performance so far, that's cute. But I shouldn't judge your baby steps. The lion judge is not the pussycat, eh? Überredung, Konstitution, Champion darüber. Ihr sagen, dass sie dir als Mitchampion einen Arena-Kampf schuldig ist. Ah, Mist. Takes a whole lot more oomph to get a rise out of me, though. Ah, go talk to the raucous one. Tell him I sent you, and he'll set you up for a challenge. Prove yourself worthy fighting my acolytes blindfolded. Oh, das wollte ich eh. Then I'll knock your teeth out. Wenn du alleine bist, ich glaube, ich zerfetz dich. Wenn wir zu viert kämpfen, dann hast du wohl keine Chance. Ach, nee, du nicht. Bring ich halt erst alle anderen um. Ich habe zwar einiges drauf, glaube ich. Ah, der hat ziemlich viel Rüstung zumindest. Ich bin bereit zum Kampf. Sagen, dass du die Herausforderung annimmst. Du kämpfst mit verbundenen Augen. Bist im Kampf bereit, willst aber nicht gegen jemanden kämpfen, den du nicht sehen kannst. Okay, ich mach's. Just make sure to keep the blindfold on. You take it off, you lose the challenge. In any case, you're in for a treat, laddie. Better than sweet cream stew on Lucian's day. Who's coming along with you? Deine engsten Gefährten, okay. Ich speichere vorher mal. Ich will nicht ohne meine Gefährten kämpfen, weil dann kriegen die vielleicht die Erfahrung nicht. Figure it's time to prove yourself. Let's get it done. Is that so?
Well, alright. Just in any case, you're in for a treat, laddie. Ich mach's mal alleine. Ich kämpfe trotzdem gegen mehrere. Das ist ja unfair. Ich dachte mir schon, dass ich darauf geblendet bin. Okay, was haben die denn? Warum ist denn der beschädigt? Oh, wie viele sind das? Leck mich am Arsch, das ist ja voll unfair. Die sind zwar alle unter meinem Level, aber das ist ja schon ein bisschen arschig. Ja, genau wegen sowas. Das ist schon echt unfair. So hast du nämlich kaum eine Chance. Ja, ich glaube, ich gehe drauf. Ja, Nahkämpfer. Das ist schon echt hart. Ich dachte, das sind jetzt vielleicht so vier Leute, aber das ist schon hart unfair. Oh Gott, die sieht ja scheiße aus, das neue Windows 11. Das kann man vielleicht bei einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad machen, aber bei dem nicht. Das dauert halt ewig, bis du wieder am Zug bist. Wenn es jetzt wirklich nur so vier Stück wären, hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. Ich kann gerne mit verbundenen Augen kämpfen. Bei mir können alle mit verbundenen Augen kämpfen. Ja. Meine Leute kommen mit. Alle haben verbundene Augen, gut. Kann ich mit üblichen Mitteln geheilt werden? Ich möchte mich mal beschweren, wieso sind die jetzt schon dran? Ich meine, geblendet sind wir eh, das ist fast schon egal. Ich warte mal mit ihm noch. Ich warte mal, bis die dran waren, auf jeden Fall. Ja, ich habe halt keine Reichweite, das ist schlecht. Du wartest mal noch. Lass mal so ruhig erst ihre Züge machen. Wenn sie näher kommen, habe ich bessere Chancen.
Bringt ja auch nicht viel, oder? Nee. Hast du Immunitäten? Feuer hast du jetzt, aber das bringt dir jetzt gerade nichts. Tatsächlich würde ich gerne gucken, dass ich die Zauberin töte. Gut, von mir aus. Wenig magische Rüstung. Warte mal noch, denn vielleicht kann ich mit Bestie den gleich unter Kontrolle bringen. Das wäre richtig gut. Also ich muss nur ein bisschen was noch machen. Ja, damit kommt er klar. Bringt alles nichts. Wie kostet das? 2. Ach Mist. Das ist aber klug, da komme ich nämlich nicht hoch, glaube ich. Vielleicht mit dem Champion, das muss ich schauen. Wenig Rüstung. Wie kann ich hier hoch? Kann ich? Ach, mache ich das auch und haut einer auf die 12. Mal schauen. Kannst du auch hier hoch? Nee. Wer ist denn noch? Ach, passt schon. Du holst die jetzt gleich, ihn jetzt gleich. Ich finde es immer geil, wenn die halt irgendwelche sinnlosen Sachen machen.
Autsch. Als Bestie auch noch. Wie steht's damit? Na, möchtest du weglaufen? Achso, Talamon steht jetzt da. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wieder. Oh, das ist mir doch egal. Bestie, es hat doch Permafrost. Wieso bin ich trotzdem dran? Friss Dreck. Ich bin trotzdem verwirrt. Ist mir egal. Tut weh, oder? Ach ja, der ist auch noch verzaubert. Du bist absolut sinnlos, was das angeht. Ja, in 17 Stunden Berufsschule. Ach, der ist ja auch noch da. Dich habe ich ganz vergessen. Kann ich... Nicht so viel. Passt schon. Ja, jetzt. Mal sehen, wie weit wir kommen. Er sollte sich auf jeden Fall überlegen, was er als nächstes tut, weil du hast da was neben dir stehen. Ah, okay, was auch immer du gerade vorhast. Aber ich verstehe.
ist denn der Arsch? Außer Sichtweite, okay. Ich hab Feuer, der ist unterkühlt. Passt schon so. Denkt der ernsthaft, der kann nicht kommen? Bestie geht's noch gut. Jetzt nicht mehr so, aber... Und tot. Hat noch verkrüppelt. Ich wollte gerade sagen, heil dich mal ein bisschen. Du entkommst nicht. Was hast du eigentlich gegen Bestie? Nee. Ah, ich hätte mir eine Wasserkreatur holen können, da hätte ich ihn Bestie vielleicht doch retten können. Es könnte sein, dass er drauf geht. Andererseits ist er gerade nicht verletzt oder sonst irgendwas. Passt. Ne, der braucht noch ein bisschen. Sollte auf jeden Fall schützen. Gut so. Warum darf ich da nicht hin? Ach, Salz. Du kriegst auf jeden Fall mal was zu essen. Hm. Was ist hier? Ah, hier ein Zwergeneintopf. Darauf stehst du doch so. So, ziehst dich mal in den Schatten, dann passt das schon. Gut, war nur zum... Moment, da lebt ja noch jemand. Sollte eigentlich reichen. Sie lifts your blunt and nudges your nose with her own, laughing. It's nice to see the cub has some claws. You drew blood. Enough to know you're alive. And you proved yourself against my little challenge. So now we will fight, you and I. Come on,
Show me I'm alive. Talk to the raucous one when you're ready to fight. Die sieht nicht so stark aus. She winks over her shoulder at you and then disappears. Das würde ich gern tatsächlich heute noch machen, also jetzt in dieser Aufnahme noch machen. Okay, wir sind eigentlich soweit geheilt, das ist gut. Aber irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird wie dieser Kampf gerade. Also der lief eigentlich schon viel zu gut. Halt, warte. Ja, los, kämpfen wir. Die helfen mir. Die ist wirklich alleine. Ja, der hätte ich vielleicht doch alleine bekämpfen können. Es sei denn, die hat irgendwelche miesen Tricks drauf, was ich ihr zutrauen würde. Uiuiui, das war ein Angriff, möchte ich mal festhalten. Alter! Zieh aber auf! Boah. Wohin kommt jetzt am meisten? Okay. Ich nehme meine Blutinkarnation. Wer macht das? Hilf mal dem da. Ne, warte mal noch damit. Okay. Gut, fast wieder geheilt. Wo ist die Alte da? Die Bestie schickt sie dann nochmal weg. Sagen, wieso ist die denn dran? Die kann man doch teleportieren, oder? Ja, das geht. Die kann man nicht provozieren, das ist schön. Ach hier. Möglichst weit weg. Die hat bestimmt noch ein paar Sachen umherzuspringen, aber es kostet sie auf jeden Fall Zeit. Und sie hat Adrenalin gewirkt in der letzten Runde. Ich sag doch, die hat noch ein paar Sachen drauf. Scheiße. Soll das so sein? Das gefällt mir irgendwie nicht. Neutraler Zug, das hat man auch noch nicht. Murga blanches, jaw hardening as she steps backwards. It could be just a trick of the light, but it certainly looks like she's trembling with fear. This is bad news, Cupcake. Schnauben. Es ist ihre Art, dich von der Meisterschaft ablenken zu wollen. Ja, töten wir das Ding. That's the spirit. You go ahead and soften him up for me. Hop to, and don't even think this championship is over yet. Flickering and glimmering in and out of sight in the gloom, Murga winks at you and then disappears. Hey! Just like last time, she runs to her little ickle fading shadow. Vielleicht kann sie sich noch davonschleichen. Dich lege ich um. Aber es ist scheiße, dass auf Murga, von mir aus. Au! Gut.
Was hast du denn von mir? Es könnte so viel. Okay. Ich gehe mit neutralen Schaden auf ihn los. Haltet stand! Ist jetzt eigentlich noch mein Feind oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die geht jetzt nicht auf mich noch los. Das wäre echt scheiße. Einfach mal alles draufhauen, was wir haben. Sollte reichen. Kümmere dich mal um die Bestie. So, mal sehen. Ich will mal wissen, was sie macht. Nächste Runde. Lauf halt schnell hin. Schau dir aufs Maul. Du blöde Pute! Wir müssen das gemeinsam schaffen. Oh, ich bringe aber deine Leute trotzdem um. Das ist ganz schön feige. Geht jetzt auch noch auf uns los? Oh, von mir aus, den hole ich wieder. Die waren ja jetzt beide schon dran. Ah geil, die ist verwesend. Das finde ich natürlich echt beschissen von der, dass die auch tatsächlich auch noch uns angegriffen hat. Das ist echt gut. Da kriege ich wirklich beide. Und so kriege ich sie sogar mehrfach. Schon echt übel weh. Moment, wer steht vor dir? Talamon, das will ich eigentlich nicht. Die macht das nicht mehr lange mit. Starre. So eine Frostrüstung für dich wäre nicht schlecht. Die wird bald drauf gehen. Selber schuld. Wer mich heimtückisch auch noch angreift, hat sich anders verdient. Schlag mal ihn einfach weich. Tut weh. Das war jetzt irgendwie überhaupt gar kein Problem für mich. Hau ihn weg. Der Dwarf bounces up and down with glee, then catches himself and clears his throat. He bows before you. Extraordinary, son, just extraordinary. The spirit of the One has yet to settle, but it hovers near. It knows your great feat.
I feel the glow. Ain't just praise you're earning, though. Giving you this key, too. It's an arena champ tradition. Takes you to treasure, it does. And only a champ can survive that journey. The dwarf bellows out to all within earshot. I proclaim thee the champion of the Driftwood Arena. Get your gloat on and take a swig of ale. Hell, take a dozen. We'll be singing for years to come of the great human void slayer. Okay, was darf ich denn haben? Das ist alles nichts, was ich wahrscheinlich gebrauchen kann. Okay, dann nehme ich die Plattenrüstung, weil die ist wertvoll. Jetzt will ich aber noch wissen, was hier so ist. Hier ist doch gar keiner mehr. Ich will den ausrauben. Komme ich hier runter? Die Alte hat bestimmt noch richtig gute Sachen dabei. Okay. Komm ich hier runter? Geht nicht. Ach, jetzt sind wir wieder getrennt, sehe ich gerade. Ah, ich hasse das. Bestie? Ey, ist ja noch eine Gruppe. Was hat dieser Schlüssel gebracht? Ah, ich war zu weit weg, dann geht das nicht. Bestie, du musst mich mal runterlassen. Ich will das Zeug da alles holen. Nein, wieso geht denn das nicht? Wahrscheinlich extra so gemacht, dass du da nicht runterkommst. Nee. Geht nicht. Also ich kann das noch nicht machen hier. Dann brauche ich das bestimmt später. Use that right now. Frage mich. Oh nein, ich komme trotzdem durch. Bane, komm mal her. Okay, das hat wirklich keinen Sinn. Oh nein, ich bin trotzdem durchgekommen. Als ob ihr mich aufhalten könnt, also bitte. Okay, dann würde ich sagen, das war Let's Play Divinity Original Sin 2 für heute. Ich sage Charmed Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.